Hallo und herzlich willkommen zurück zu Edencrafters Ocean World. Ich muss euch was zeigen. So, passt mal auf. Ich habe jetzt insgesamt hier 20% Sauerstoff in der Luft. Ja? Und das habe ich erreicht, indem ich habe hier einen hingebaut, da ein Ding da, hier, da, dort, mal hier, da und da noch ein und hier vorne noch ein. Also überall, wo es so grün ist. Hier sieht man leider nicht grün, aber es ist grün. Wenn man hinläuft, ist es da auch grün. Vielleicht fehlt hier in der Ecke noch was. Aber 20% Sauerstoff, da dürfte das auch nicht drüber gehen jetzt, ne? Ich habe mal ein so ein Ding ausgezogen. Ich ziehe mal noch eins aus. So. Jetzt rausgehe. Passiert gar nichts. Ich habe hier 100 Sauerstoff und das bleibt auch immer auf 100. Sollte es mal. Theoretisch. Ich glaube schon, das bleibt auf 100. So, fertige Sachen. Kommt jetzt das da rein. Das rein. Die Fahrzeugbatterien kann ich, glaube ich, auch da rein tun. So. Dann kann ich... Ja, wo mache ich die Sachen hin? Das kann ich zerstören. Das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Und sind hier Kabel drin? Nee, dann packe ich hier noch ein bisschen Kabel und Computer drin. So. Ich hoffe, das reicht. Für... Nein, war noch da. Den... Da, ne? Eisenbalken. 100. Ich habe nur 100 Eisenbalken. Warum denn? Aber nur 100 im Lager sind, ne? Geht das wieder los? Ah, du raus, du raus. Hier raus. So. Jetzt muss ich nochmal nach den Eisenbalken gucken. Ist doch nicht dein Ernst. Das liegt hier an dem Lager, oder was? Warte mal, hier sind ja keine drin, ne? Nee. Aber... Ich könnte die da vorne rausnehmen. Aber hatte ich das nicht hier so angeschlossen, dass ganz viele da reinkommen? Hier ist schon wieder nicht voll. Hä? Warum nicht? Nehmen wir alles raus. Soweit wie es geht, ne? E30, wo kommen die Eisenstangen hin? Da, ne? Dann packe ich dich mal dahin. Eisenplatten, Zahnräder, die Dinger. Also, die gehen dann auf jeden Fall da runter, ne? So. Zahnräder. Auf jeden Fall hier hin. Eisenplatten. Wie es aussieht hier. Guck mal, jetzt geht's da weiter. Warte, so. Die sind voll, ne? Hey, habe ich noch welche? Ja. Ich das mal so. Dahin. Und dahin. Jetzt macht er da voll. Muss ich nicht verstehen. Und warum kommen keine Eisenstangen mehr rein? Nö. Doch, die kommen rein. Aber wo? Wo sind die Eisenstangen? 27, 28, wo gehen die dann weiter? So, wenn sie auf 30 sind, wo machen die weiter? Da. Okay. Ja, Eisenplatten gehen jetzt da weiter. Okay, dann kann ich die auffüllen. Dann gehen sie da unten weiter. Kann ich die auffüllen. Und dann gehen sie wo weiter? Nirgends mehr, ne? Okay, was ist, wenn ich die rausnehme? Was kommt hier hin? Eisenplatten. Aha. Okay.
zwei. Eins, zwei. Das ist jetzt echt ein bisschen doof. Warte mal, wenn ich die rausnehme, pack die dahin. Nee, das geht gar nicht. Jetzt kommen da Eisenplatten hin. Ich verstehe die Welt nicht. Warum geht's dann hier nicht weiter? Ist das überhaupt angeschlossen? Nee, ist es nicht. Warte. Warte. Das weg. Und dann machen wir hier nochmal so ein Splitterino hin. Der dann einmal hier hingeht und einmal da hinten hin. Sieht zwar dann wieder kacke aus, aber nicht zu ändern. Dann packe ich den hier oben hin vielleicht. Jo, mache ich da hin. So. Kommt das daran? So. Und du? Kommst hier ran. So. Das wohl nicht wahr sein. So, dann müsste das doch jetzt mit den Dingern voll gemacht werden. Oder nicht? Eine Reihe, zwei Reihe, drei Reihen. Ich habe aber nur zwei Reihen dran. So, Eisenstangen gehen auch nicht mehr weiter. Doch, gehen sie. Langsam aber sicher. So, kommen jetzt hier die Dinger an. Ja, die gehen aber nicht rein. Ah, weil sie hier voll sind. Okay, jetzt kommt hier die erste an. Wieso nur eine? Gehen die so langsam? Oh ja, sieht so aus. Ja, mach ich hier mal die Eisenstangen voll. Da kommt so wenig Eisenstangen an, oder was? Okay. Aber wieso das denn? Eisenplatten, Eisen... Ach, weil die da hinten gesplittet werden, ne? Ja. Stimmt. Ja, die werden ja zweimal gesplittet. Was für ein Dreck. Warte mal. Das mal voll. So. Okay. Mach die Eisenstangen voll. Irgendwann muss ich das doch hier ausgehen. So. Alles voll. Okay. Okay, dann können die Eisenstangen hier besser hier rein. Ups. Hier. 30 Eisenstangen. Ja, es wird schneller produziert, als die Eisenstangen ankommen. Weil die Eisenstangen, warte mal, Eisenplatten, Eisenstangen gehen doch eigentlich noch ins Lager, oder? Aber von wo aus gehen die denn ins Lager? Warte, geht ja hoch. So, da lang, darin, alles klar. Hier durch ins Lager. Okay. Mhm. Okay, werden hier gemacht. Ja. Das passt ja soweit. Ja, ich habe da viel zu viel dran. So. Kann ich die halbieren? Ja, kann ich. So, packe ich die mal dahin. Aus.
Nein. Junge. Raus. Raus. Das geht zu schnell. Ich nehme beide raus. Mach nochmal einmal Stangen drin. Stangen. So. Ich brauche mehr Eisenstangen als... Wenn das hier leer ist, dann kommen wieder Eisenplatten drin, ne? Mann, warum? Oder vielmehr, wenn das leer ist. Wir gucken. Jetzt geht's auf. Das darf halt nie voll werden. Okay. Wir gucken nochmal im Lager nach. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30. Das sollte so passen. Jetzt kann ich es auch bauen. Okay, wir gehen hoch. Am besten hier durch. Und dann bauen wir endlich die Rakete. Nein, ich wollte noch was vorher bauen. Guck, der Sauerstoff wird nicht weniger. Ich wollte Energie bauen. Ich esse nochmal was. Warte mal. Das kann alles weg. Ich wollte noch zwei Energiezellen bauen. Weil die Energie ist jetzt im Moment das Problem. Nicht der Sauerstoff. Man sieht es ja. Der Sauerstoff geht halt nicht mehr runter. Zwei Energiezellen bitte. Uranerz. Nicht dein Ernst. Das habe ich jetzt alles verarbeitet. Ach nee. Hier habe ich auch keine mehr drin, ne? Mann, kann ich kleine bauen? Die könnte ich bauen. Hätte aber lieber eine große. Ich brauche noch 10 Uranerz. Muss ich nochmal auf die Insel. Bis dahin brauche ich 2 von denen. So, egal. Oder es sind noch ein bisschen Uranerz über. Was ich aber nicht glaube. Wo war das da? Die dicke Fahrzeugbatterie kann ich machen. Hier sind drin... Ja, okay. Ich brauchte 5, ne? Ja, der hat alles rausgenommen. Kompletter Mundo. Mist. Ja gut. Dann halt so. So eine Macht. 200, ne? Die macht 70. Ah, ja. Ärgerlich. Kann ich mir eine Treppe nach oben bauen? Noch nie getestet. Warte mal, wo sind die Treppen? Hier. Ja. Das würde vielleicht sogar gehen. Warte mal, hier ist der Durchgang, also brauche ich mir eine Treppe hier hoch. So. Noch eine daran. Daran. Ja, alles klar. Genau so nicht. Also Treppe und Treppe scheint nicht gut zu funktionieren. Doch so. Okay. Jetzt ist es schief. Okay, dann eben nicht. Ich will jetzt endlich das Ding bauen. Wo war denn das? Muss ich denn hier hoch?
Hier irgendwo. Brauche ich auch noch eine Treppe. Nee, das mit den Treppen, ich... das ist doch irgendwie... blöd. Ja, die sind immer einen zu weit unten. Hat geklappt. So, ich renne da hoch. Und dann bauen wir endlich unsere Rakete fertig. Und dann ist das Spiel zu Ende. Nein, guck mal. Ich habe jetzt Sauerstoff auf 20% geschafft. So. Was will man mehr? So, ich wollte die so hinbauen, ne? In etwa dahin. Jetzt wird's aber gebaut. Mann, Mann, Mann. Wo ist die Welle? Noch sehe ich sie nicht. Boah, dauert das. Hä, was? Wie Entities? Entities und Chunk 7. 7 Entities? Zählen da die Gebäude mit? 2, 3, 4, 5, 6, was noch? 7? Was weiß ich denn? So. Oh, mach hin. Das wird ja riesig. Alter, wird das groß. Ach, guck mal, der Kran geht immer stückchenweise hoch. Plupp, kommt ein Gitter, dann fährt's hoch. Eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Jo. Da hinten kommt die Welle. Gib Gas. Wo stehe ich denn? Da, das kleine Pünktchen, das bin ich. Holla, holla. Ja, das ist schon ein Monster, ne? Höher komme ich nicht. Kann nicht höher fliegen. Die Welle. Digga, die Welle. Gib Gas. Schnell. Mach hin! Ja, angehe, komme ich dann höher? Nee, ich komme einfach nicht höher. Okay. Neues Handwerksrezept. Rakete? Ist die nicht dabei? Muss ich jetzt machen? Jetzt hier so ein Raketenstartplatz. Rakete. Was brauche ich? Eisenplatten? Ach bitte. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Eisenplatten. Ach. Da habe ich aber bestimmt noch welche irgendwo. Werden hier Eisenplatten gebraucht? Nee, nee. Muss ich vorne runter. Ich gehe mal kurz Eisenplatten holen. Eisenplatten sind am Start. Wir drücken aufs Knöpfchen. Hier jetzt was gebaut. Ja. Oha. Ich hätte ja gerne mal ein Bild von gemacht, aber wie mache ich das? So vielleicht? Warte. Thank you.
Ja, der Turm ist schon nicht unmächtig. Gib Gas, da hinten kommt die Welle. Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Wenn die Rakete genauso hoch wird wie der Turm, dann sehe ich schwarz. Okay, G8. Ja, nur G7 oder G20. G8. Aber da steht auf den Pumpen auch drauf, G8, ne? G8. Die Welle sehe ich. Fertig? Fertig. 3, 2, 1, Ignition. Das geht automatisch? Ja, dann. Okay. Ja. Oh, ich glaube, sie stürzt ab. Da unten ist unsere Basis. Ist er nicht winzig? Und die Welle? Ist das hier die Welle? Ich zeig mir der Schnauze von der Rakete drauf. Nee, das ist nicht die Welle. Guck mal, die Welt ist quadratisch. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Haben wir gemacht, haben wir gemacht. Flucht von diesem Planeten. Ich muss eine nukleare Energiezelle bauen, um mit dem Raumschiff größere Strecken fahren. Versuchen Sie zunächst etwas Schwefel zu finden und einfache Fahrzeuge herzustellen. Ja, ja, habe ich ja gemacht. Den Mond ablenken habe ich auch gemacht. Und hier? Konnten Sie weiter? Nee, das mache ich jetzt noch, diese Energiezelle. Okay. Und dann hätten wir es. Kann ich noch eine Rakete bauen? Bringt das was? Könnte noch eine Rakete bauen. Wenn ich genug Eisenplatte hätte. Jo. Ja, was würde das jetzt bringen? Noch eine Rakete zu bauen? Der Mond ist abgelenkt. Ich habe ihn abgelenkt. Von meinem Zeugs, was ich hier baue. Okay, wir bauen schnell noch das nukleare Treibstoffgedöns, Tedere, was ich ja brauche. Das war ja nur Uran und ein paar andere Sachen. Okay. So, nehmen das Uran raus. Ah, oh, kein Sauerstoff mehr. Es wird nicht weniger, ne? 20% ist Maximum. Wusste ich's doch. Wie bei uns. So, wir nehmen das mal raus. 33. Wie viele Dinger kann ich damit bauen? Mit dem Raumschiff größere Strecken zurückzulegen. Werden wir jetzt mal testen. So, warte. Zack. Kann drei bauen. Mach mal. So, ich mach drei von den dicken Dingern. Energie 10.000. Die hatten. Weiß ich nicht mehr. Die hatten für 3 Minuten. Was die haben, weiß ich nicht. Dann versuche ich jetzt noch einmal ganz schnell im Raumschiff Richtung Sterne zu fliegen, ob das geht. Weil der sagt, ja, ich soll größere Energiezellen bauen, ne? So. Der hatte 100.
Und da sind es 10.000. Das ist ja mal ein kleiner Unterschied. So, du raus. Du rein. Du rein. Du, ja, dich kann ich auch noch mit da reinpacken. So, und dann fliegen wir jetzt mal, ne? Zu den Sternen! Bin ich mal gespannt. So, Höhe 600 Meter. 999 Minuten kann ich fliegen. Ah, ist doch... Wir fliegen Richtung Sonne. Der Sonne entgegen, oder? Warte mal, ist... Kann ich hier irgendwo gegen zum Planeten fliegen? Gibt es hier einen Planeten irgendwo, zu dem ich fliegen könnte? Hier kein. Hier kein Planeten. Was war das jetzt? Irgendwas Blaues. Oh, wenn ich runter gucke, sehe ich meine Insel. Aber ich sehe keine Planeten mehr. Die Sonne sehe ich da hinten. Das ist ein Planet. Fliegen wir mal dahin? Ja. Warum auch nicht? Bei 3 Kilometer sind wir schon. Los, nach oben. 4 Kilometer. 43 FPS? Kann nicht sein. Volle FPS. 5 Kilometer. Kilometer. Wann verlässt man hier so einen Planeten? Sieben Kilometer. Okay, ich habe ja noch 997 Minuten, also. Ich werde das mal ein bisschen austesten. Also, unten ist gar nichts mehr. Also geht's weiter hoch. Oder muss ich jetzt in die Richtung vom Planeten fliegen? Ist das so? Flieg mal Richtung dem Planeten. Es geht. Höhe? Immer noch 8 Kilometer. Okay, ja, ich bin wohl unterwegs verhungert. Mein Raumschiff ist irgendwo da oben. Jetzt holen wir das mal zurück. So. Energiezelle ist so gut wie nix raus. Also schon gut. Aber, wie gesagt, ich bin verhungert. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Und auf einmal, war kurz im Bad, ich war bei ungefähr 20.000, 30.000 Meter Höhe und da bin ich dann verhungert. Hätte ich mal besser da reingucken sollen. Naja, auf jeden Fall bin ich hier unten gespawnt dann wieder in meiner Butze. Und ich würde mal sagen, Ziel erreicht, ne? Es ist hier grün, zwar nicht alles komplett grün, aber es ist grün genug zum Atmen. Und das sollte genauso sein. Okidoki. Dann bedanke ich mich für das Interesse dieser Serie. Wir sehen uns dann beim Hauptspiel wieder. Machen wir aber wahrscheinlich einen anderen Planeten, ne? Da komme ich gar nicht hoch. Genau. Dann bis dahin. Gehabt euch gut und tschüss.